Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück hier aus der heimischen Quarantänezone. Ja. Wo es weitergeht mit Grimdawn, ihr Lieben. Ja, ich war in den letzten Tagen ja, ein wenig hier auch am Farm gewesen, was die ganzen Schriften angeht. Ja, ich habe einige noch gefunden, insgesamt 7 Stück aus den ersten beiden Kapiteln. Ja, momentan bin ich bei 73 von 256 Notizen. Ja. Auch hier das Labor, ich habe keine Ahnung, da muss ich nochmal recherchieren, wie genau ich da reinkam. Beziehungsweise es wurde mir schon gesagt, wie ich da reinkomme. Dem bin ich aber noch nicht weiter nachgegangen. Ansonsten habe ich doch schon einiges hier gesammelt. Diese Geschichte hier, allerdings, die will ums Verrecken nicht droppen. Keine Ahnung, warum, ich bin es jetzt öfters mal abgelaufen, aber das Tagebuch Seite 2 will einfach nicht irgendwie fallen. Ansonsten aus dem zweiten Akt habe ich soweit alle. Dritter Akt ist bis jetzt alles hier soweit erledigt. Port Valbury ist so ein Ding. Das ist wohl noch eine größere Geschichte hier. Und da ich aber auch keine Ahnung habe, wie ich dorthin komme, ich weiß es nicht. Und Kymos Heiligtum, da geht es auch noch gleich nochmal hin. Da muss ich noch eine Quest abgeben. Vielleicht komme ich dann weiter. Und ansonsten, ja, hat man hier soweit auch einiges gefunden. Akt 4 bin ich momentan. Nekropole, da geht es dann weiter. Da möchte ich jetzt aber nicht mehr hier weiter spoilern. Von daher mal gucken, was da noch kommt. Ja, wie gesagt, ein paar gefunden. Und die würde ich ganz gerne jetzt erstmal hier so nach und nach gerne vorlesen. Ja, in aller Ruhe. Ja, ansonsten auf meiner Sucherei habe ich auch meine ersten beiden Legendary Items gefunden. Einmal Entschlossenheit des Dämons, eine legendäre Nebenhand. Bin aber kognitiv zu blöd, das Ding zu tragen. Ja, ist ja nichts Neues. Und dann habe ich hier noch ein ganz normales Bollwerk gefunden, das wohl irgendwie eine Einhand-Streitkolben-Geschichte ist. Und plus eins auf alle Fähigkeiten vom Okkultisten gibt. Also auch nicht wirklich was Gescheites. Ja, aber die Dinger sind hier richtig schön. Ist das lila? Ich glaube, es ist lila, ne? Also fett lila ist Legendary. Ich freue mich, ein paar gefunden. Ich bin gespannt, wie viele da noch kommen werden. So, jetzt aber mal würde ich sagen, lese ich erstmal eine Runde. Ich habe es jetzt einfach mal so komplett querbeet durch rausgenommen. Ich fange einfach mal von oben nach unten an. Bosmans Unsinn ist die erste Notiz. Alle sagen, ich sei verrückt, weil ich mit dem Pferdewagen durch die Hölle gefahren bin. Durch die Höhle gefahren bin. Das Einzige, was verrückt ist, ist das Zahlen der Bestechungsgelder dieser selbstgefälligen Bastarde, die den Schmugglerpass kontrollieren. Könnte genauso gut den kaiserlichen Zoll bezahlen. Ich habe gehört, dass die Gefahren in den Berghöhlen ziemlich übertrieben sind und dass der Ausgang uns viel näher nach Homestead bringt als dieser banditenverseuchte Pass. Wenn ich in Burwich bis zum Hals in Gold schwimme, dann werden sie schon sehen. Alle werden sehen, was das Bonsmann recht hatte. Okay. Ja, Stufe 250, gönn dir, Glückwunsch. Oh, Corvan Loremaster. Okay. Corvanischer Meister des Wissens, ein Erfolg. Sehr schön, okay. Walters Notiz. Ich sehe Rauch aus dem Everbrook-Anwesen aufsteigen. Sie sind fast hier,
was auch immer sie sind. Ich habe die Türen und Fenster verschlossen, so gut ich konnte. Jetzt können wir nur noch darauf warten, dass sie zu uns kommen. Meine Frau bestand darauf, dass wir den Bauernhof verlassen und nach Homestead gehen, aber ich will verdammt sein, wenn ich mich von irgendwelchen grünäugigen Freaks von unserem Land vertreiben lasse. Unsere Familie hat nicht seit Generationen auf diesem Bauernhof geschuftet, nur um ihn beim ersten Anzeichen einer Gefahr zu verlassen. Diese Feiglinge in Homestead können ihr Getreide verfaulen lassen. Wenn all das vorbei ist, werde ich immer noch hier sein und mich um die Ernte kümmern, und alle werden die Dummen sein. Der verborgene Weg entweiht. Der Anblick vor dir kann dir zu denken geben, Suchender. Und das sollte er auch, denn die ignoranten Anhänger Mogdrogens hatten ihren Weg hierher gefunden. Die Entweiher betrachteten unseren rituellen Boden, verschmutzten den Schrein und bedrohten unsere Geheimnisse. Die Rache erfolgte schnell und gerecht. Wisse, dass ihre Eingeweide das Tal übersäten und die Überreste für die Berg-Yetis verstreut wurden, die darum kämpften. Fürchte dich nicht, Sucher des verborgenen Wegs, denn der Weg voraus ist sicher. Kehre zur Astakam-Straße zurück und folge ihr in südöstlicher Richtung. Unter den Befestigungsmauern der Legion wartet der markierte Stein. Wenn du wirklich von den drei hierher geschickt worden bist, wird sich dir der Weg zu Büsmiel öffnen. Genau, das habe ich ja schon. Ja, das war ja in der letzten Folge. So, vorletzte Folge, ne? Letzte war ja die Sache mit dem Tempel der Drei. Okay. Notizen von Schreiber Osterham. Ich kann in meinen Büchern keinen einzigen Hinweis auf dieses Mauerwerk finden. Die Inschriften entsprechen in keinster Weise unseren Aufzeichnungen. Keinen Aufzeichnungen. Diese Sprache wurde wahrscheinlich seit über 1000 Jahren nicht mehr laut gesprochen. Welcher längst vergessene Gott wurde hier einst angebetet? Und warum wissen wir nichts darüber? Die abscheulichen Gravierungen zeigen eine grausame Szene. War es ein niederträchtiger Gott? Es kann nicht Empyreon sein. Die drei wurden nie auf solch eine Weise dargestellt und außerdem waren die Hexengötter nicht dafür bekannt, so eine offene Zurschaustellung der Devotion gut zu heißen. Sie bevorzugten die geheimen Orte, verborgen vor Blicken und dem Tageslicht, an denen ihre Anhänger arbeiten konnten, ohne befürchten zu müssen, dass die Luminari ihre Hexenzirkel entdeckten. Ich hatte den Eindruck, dass das Reich bei seinem letzten blutigen Kreuzzug vor über einem Jahrhundert alle Ketzer in Irulan ausgerottet hat. Die Inquisitoren waren ziemlich sorgfältig, wenn man die aufgezeichneten katastrophalen Opferzahlen bedenkt. Sicher hat niemand überlebt, um die in diesem Stein gefangene Macht zu beschwören. Und dennoch fühlt sich dieser Monolith warm an und die Fackeln brennen, als würde jemand regelmäßig vorbeikommen. Die Gravierungen summen vor seltsamer Kraft. Es jagt mir einen Schauer über den Rücken. Vielleicht sollte dieser Ort am besten in Ruhe gelassen werden, damit ich nicht aufwecke, was in den uralten Tiefen schlummert. Nesmit Osterham, erster Schreiber des Silberturms. Hey, das Tagebuch von Bürgermeister aus Bridgewater. Ich wünsche niemandem etwas Schlechtes wegen seiner Religion, aber ich kann nicht behaupten, dass ich diesen neuen Glauben mag, der sich in letzter Zeit in der Stadt verbreitet. Bei all den beängstigenden Gerüchten, die aus dem Norden kommen, sind religiöse Fanatiker, die die Bevölkerung beunruhigen, das Letzte, was wir brauchen. Heath Strickbow sagt, diese Religion Chetons ist nicht neu, sondern eigentlich sehr alt. Nun, wenn es sie schon so lange gibt, warum habe ich dann noch nie von ihr gehört? Einer ihrer Priester lud mich ein, bei den Predigten dabei zu sein und zuzuhören, um meine Zweifel zu zerstreuen. Sie schien ganz harmlos zu sein, aber das Verlangen nach Blut und die Wiedervereinigung mit ihrem Gott am jüngsten Tag beunruhigten mich. Eine weitere Person ist verschwunden. Letzte Woche war es Tom, der zugegebenermaßen ein Säufer und Ärgernis für die Stadt war, aber diese Woche war es Mary Tess, die Schneiderin.
Zarya sagte mir, sie habe gesehen, wie Mary die Stadt mit einer Gruppe von Flüchtlingen verließ, genau so, wie es Trevor einige Zeit davor tat. Zumindest kam Trevor bei mir vorbei, um zu sagen, dass er fortgeht, aber Mary, sie verabschiedete sich nicht und nahm auch nichts mit. Das ist alles sehr, sehr seltsam. Während ich dies schreibe, bereite ich ein Treffen mit den Führenden der Stadt vor, um eine Lösung für all die Reisenden, die durch das Dark Vale Gate kommen, zu finden. Täglich kommen jetzt Hunderte durch. Glücklicherweise halten die meisten nicht an. Aber wenn das so weitergeht, haben wir ein echtes Problem. Ich weiß nicht, was in der Hauptstadt vorgeht, aber jeder ist beunruhigt. George Bridgewater, Bürgermeister von Dark Vale. Der Ruf des Blutes. Mein ganzes Leben lang hatte ich meine wahre Freude an Blut vergessen. Jahrelang musste ich im Schatten jagen, allein lauern und jagen. Aber ich bin nicht mehr allein. Endlich habe ich gefunden, was mich gerufen hat. Chiton hat mir zugeflüstert und der Grimdorn hat meine Fesseln gelöst. Jetzt genieße ich es, das Blut für meinen Herren zu sammeln. Es erfüllt mein Herz und wärmt meine Seele, die letzten Bluttropfen fließen zu sehen. Die alte Welt verstand meine Bedürfnisse nicht, aber jetzt hat sich eine neue Macht aufgetan und Chiton hat mich gerufen. Und jene, die den Ruf antworten, werden meine Beute sein. So, und das letzte ist, die Waage ist im Gleichgewicht. Es ist ein seltsames Gefühl, oder besser gesagt, eine Gefühlslosigkeit. Die Welt um mich herum ohne Tastempfindung zu erleben. Ich halte eine Gabel an meinen Mund, doch meine Hand spürt das Gewicht der Gabel nicht. Die Ausführung selbst ist nur eine Geste. Das Essen hat keinen Geschmack mehr. In gewisser Weise ist das ein Segen, denn der Gestank der Verwesung stört mich auch nicht mehr. Was vom fauligen Fleisch an meinen Knochen übrig geblieben ist, ist gut wie verfault und mit ihm verfault auch mein Verstand. Es wird immer schwieriger, die Fehler zu Papier zu bringen, wenn meine Gedanken ins Leere wandern. Es ist nicht mehr diese geheimnisvolle Stille des Tagträumens, in der der Verstand sein Reich erkundet, sondern eine absolute Abwesenheit von allem. Das ist vermutlich das Ende dieses Fluches. Eine ewige Leere erwartet uns alle. Vor meinem Haus leuchtet der Hafen im orangefarbenen Schein massiver Flammen. Dem Geschrei und dem Lärm nachzuurteilen, haben meine Landsleute vor, die Schiffe zu verbrennen. Ich weiß nicht zu welchem Zweck. Vielleicht erfüllt das Feuer sie mit einem kleinen Funken Sinn und Leben. Ich selbst finde immer noch Trost in der Philosophie und auf dem Pergament, solange mein Verstand mir das noch erlaubt. So kann ich zum Beispiel den Fluch, der unser Land heimsuchte, als Strafe für unsere Arroganz sehen. Ich bin skeptisch, doch selbst ich kann die Ironie nicht leugnen, dass der Untod Menschen verdammt, die wild entschlossen sind, die Nekromantie auszurotten. Wenn es die Götter wirklich gibt, dann haben sie einen kranken Sinn für Humor und Gerechtigkeit. Ulkamas Waage hat offenbar am Ende ein Gleichgewicht gefunden. Nafor, Gelehrte von Akovia. So viel dazu, mein Lieber. Oi, oi, oi. Gut, gönne ich mir erstmal das Level Up. Das haben wir auf Maximum. Ich würde sagen. Das Ding für so Schaden. So ist ja die Sache, ob ich das ja auch noch mitnehmen soll. Ob das wirklich noch Sinn macht. Oder ob ich jetzt langsam anfangen sollte, in den Soldaten zu investieren. Ich lasse es mal offen, muss mal gucken. Jetzt allerdings haben wir genug gequatscht. Ich würde sagen, ich gehe erstmal zurück zu Vater Kymon und gebe dort die Quest ab. Die ich ja hier noch offen habe. Dann habe ich nämlich noch was anderes vor heute.
So, warte mal, wo war denn der da unten? Der da rum. Hast du den Obsidian-Thron getrotzt? Yep, habe ich. Bane Garroth ist tot. Du bist eine tapfere Seele und deine Treue zu mir kennt keine Grenzen. Oh, da gibt es eine neue Waffe. Nice. Wenn die Zeit reif ist, wirst du mein Agent der Rechtschaffenheit. Mit deiner Hilfe werde ich die Dunkelheit von dieser Welt verbannen und Cairn einmal mehr seine Größe wiedergeben. Okay, was ist dein Wille? Du bist ein geschätzter Verbündeter der Auserwählten, aber die nächsten Angelegenheiten sind von wichtiger Bedeutung und du hast deine völlige Hingabe für unsere Sache noch nicht bewiesen. Komm zu mir zurück, wenn du den übrigen Auserwählten deine Loyalität bewiesen hast, denn ohne ihre Zustimmung kann ich dir nicht mitteilen, was als nächstes zu tun ist. Okay, was kann ich tun, mich zu beweisen? Zerschmettere unsere Feinde, den Orden der Todeswache oder die Chthonia, die unsere Welt entweihen, im Namen Empyreons. Du könntest dir den Kopfgeldtisch ansehen, okay, falls einer meiner Auserwählten bei einer Sache deine Hilfe benötigt. Okay, gut. Also jetzt kommen hier die Kopfgeldtisch-Sachen. Die würde ich ganz gerne allerdings noch nicht angehen. Ich möchte jetzt erstmal wieder heraus und nochmal zurückgehen Richtung Homestead. Denn hier in Richtung Feuers, wie hieß das Ding? Feuersbrunst, genau. Da gab es nämlich noch eine Stelle zum Sprengen. Das war hier gewesen. Da würde ich gerne nochmal hin und gucken, was mich dort erwartet. Außer gefühlt 5 Millionen Liter an Äther. Ja. Fängt schon an. Fängt gut an. So, ich weiß, wenn wir wieder reinkommen. Genau. Da muss ich durch. Durch das Ätherfeld. Warum? Durch die Domäne. Easy going. Alles mitgenommen. So, da oben sieht man schon die Sprengstelle. Ich bin. Es wird Äther in Massen geben hier. Ja, genau. Das Ding war's. Da will ich hin. Anscheinend führt dieser Weg zu einer starken ätherischen Präsenz, aber er ist durch eine große Ätherkristallformation blockiert. Du kannst mit schwerem Sprengstoff beseitigen. Bla bla blub. Machen wir das. Let's have a look, was hier kommen wird. Bin sehr gespannt. Was haben wir eigentlich in der Domäne? Lähmend. Okay. Okay.
So, noch welche. Und diese kleinen Viecher wieder, ne? Da muss man echt aufpassen. Ein ätherisches Rift. Ach du Scheiße. Oh Junge. Ich habe kein gutes Gefühl, da reinzugehen, ne? Bin ich ehrlich. Oh, leck. Ach du Scheiße. Na gut. Wird schon schief gehen, ha? Huh? Bezirk von Port Valbury. Ach du meine Güte. Das ist dieses Ding. Oh Gott. Grausam. Kritische Treffer der Monster sind besonders tödlich, aber ihre Angriffe verfehlen das Ziel häufiger. Okay. Und Äther verformt. Monster sind resistent gegen Äther, aber anfälliger für Chaos. Ja, oder halt ein Schild in die Schnauze, ne? Au, Junge. Das ist hier diese Region. Okay. Okay, okay. Easy going. Das heißt, hier sind auf jeden Fall sehr viele Notizen. Gehen wir das ganz entspannt hier durch. Ha? Die Nudeln. Aller Ruhe. Das ist mal ein Ich habe das Gefühl, es wird eine dezent übertriebenst lange Folge werden. Vielleicht irre ich mich auch. Mal gucken. Jedenfalls gibt es gut Epesen. Da ist alles. Erledigt. Wir sind Stufe 56. Das ist jetzt nicht so real great problem, hör mal. Oh, Jungs, na, alles cool. Chargen. Das nicht zu knapp. Essensration wäre eine nice Sache. Spiel. Bitte. Ja. Junge, oh, was da ist. Wie so ein Obelisk, ne? So ätherischer. Drecksobelisk. Vielleicht Asterix und Obelisk. Ne? Und so.
Komm ran hier. Den Obelix. Mal Schild bei der Stufe 7. Auf. Hier Baum. Gut. Okay, ja noch. Wunderbar. Wunderbärchen. Ich find's echt nice, ne, wenn ich jetzt mal hier, ne, und so, ne, was bekommen könnte. Hör mal. So ein bisschen Leben. So, guck mal, da oben ist was. Hey, Spiel, danke. So. Lass mal gucken. Wie und wo und was und wann. Wo wohnt wohl der Weihnachtsmann? Alexanderans aufs Maul. Easy going. Muss erstmal alles clearen hier, ne? Das ist furchtbar. Auf geht's. Was dann hier zum Fressi geht. So. Danke. Spiel. Da war nix. Sie gehen. Da wirbelt was rum. Und da ist noch was zum Fressen. Der Kristalle, alles mitnehmen. Easy going. Alles in Ruhe. Gell, mein Lieber. Ja, die haben alle nichts hier an Infos. Oh, na du, alles cool. Ich verpiss mich. Alles cool. Okay, ich gehe. Ciao. Aber da geht's auch noch weiter. Ach du Gott. Okay. Oh, ein Boss. Ja, Heldenmonster. Ist okay. Is he going? Da ist nur Veteran. Ist nicht schwer. Warte mal. So, das ist du schon down, der Lutscher. Okay. Was gibt Pimmel hier, ne? Es geht mir auf den Sack. Das penetrante Stalking hier. Ist so ein bisschen nervtötig. Komm. Bitte schön. Spiel. Jetzt mal da. So einen normalen Dude. Okay, hier ist der Drops gelutscht. Hier geht's zurück. Okay.
Es ist echt nice hier. Statt nur dabei. Okay, lass mal gucken, was da hinten noch ist. Spuren, die ins Nichts laufen. Da ist noch so ein Part. Jetzt mal durchschießen. So. Das ist geil, ich find's cool. Ich würde nur gerne jetzt noch wissen und so ich da hinkommen. Gell, ihr Nudeln? good to know. Und so. Shit. Irgendeine kaputte Mauer oder so ein Bums. Komm hier, Schnauze. Da hinten ist aber auch noch was. Also irgendwie. Muss außenrum. So ein Urin. Okay, 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 Jungs. Wie schaut's aus? Ist da irgendwo hier Mut zur Lücke? Ja, da ist Mut zur Lücke. Ist noch eine Mauer kaputt, gut. Rückzugsmöglichkeiten. Sollte mich alles auf einmal pullen. Ziemlich uncremig. Na, Bossmonster. Was ist das, so ein Wirbeldingens? Dingens. You shouldn't get out, Wirbeldingens. Keiner will dich. Ist penetrant und scheiße. Okay. Das kann man mal so stehen lassen. Boah, das Ding ist groß, ne? Das Ding ist riesig, das Gebiet. Oh, scheiße. Alter, okay. Aber ich hab ein Portal, ne? Ich hab ein Portal. Portälchen.
Gut, also das Ding ist nicht ohne. Ist der zweite tot. Okay. Okay. Mal rein. Weiter geht's. Helixblechle. Und die Dinger hier, ne? Die sind echt übelst. Muss man auch mal sagen, ne? So, wie und wo und was da oben? Heilige Scheiße. Okay, ich warte erstmal, bis der Heiltrank so weit über der ist. Ich gehe mal außen rum. Und das Ding ist hier auch echt eine assige Sache. Das macht es halt auch schwieriger, ne? Das Ganze. Und die Jungs. Jetzt noch keine irgendwie Info oder sowas, kein Tagebucheintrag, gar nichts an Notizen, was echt komisch ist. Very, very strange. Okay, nur so ist es. Kommt vielleicht noch. Saß. Jetzt entspannt. Das ist echt einiges hier. Nicht viel.
Junge. Okay. Okay, das ist riesig. Das Ding ist echt riesig. Okay. Das ist ein Schrein. Gut, da kann ich hier durch. Okay, wunderbar. Das heißt, ich muss nicht da über die Straße laufen. Das ist jetzt das nächste Dorf, beziehungsweise der nächste Abschnitt. Aber hier ist... kann reinkommen, okay. Gut, nehmen wir den Schrein mit. Das ist natürlich ein Dornschrein, ne? Wie soll es anders sein? Let's have a look. Oh, legendary. Entschlossenheit des Dämons. Geistervolle, bin ich zu blöd für. Ein Traum. Mächtiger Knochenbrecherhammer. Epischer Einhandstreitkolben. Okay. Gut. Und einen Devotionspunkt. Wenigstens mehr. Okay. Genau, da wollte ich ja weitermachen. Hier mit dem Skorpionski. Noch mehr Säureschaden und 15 Konstitution. Gönn dir. Sehr schön. Okay. Den habe ich schon mal. Alles klärchen. So, ich würde sagen, ich clear hier noch diese Außenbezirke, zumindest. Dass ich das schon mal safe habe. Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Lass mal gucken, was hier noch zu holen ist. Diese Sache noch. Auf der anderen Seite. So ein dickes Viech raus. Verkeiten. Gutes. Wunderbar. Sehr schön. Okay. So,
Haben wir das auch entdeckt? Also Truhe, Secret, Geheim, Goodies entdeckt. Noch irgendwas, irgendwas hier, irgendwas da. Nee. Gut. Also ein Stamm. Oh, diese ätherischen Pfützen. Und schwirren. Jede Menge Stuff, jede Menge Kruscht. Allerlei Notizen. Gut. Zu sehr schade. Warte mal, hier dran. Vielleicht. Spiel. Notizen, irgend sowas. Nee, willst du nicht? Nein, okay, dann halt nicht. Gut, dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal hier in Port Valbury weiter. Die Außenbezirke sind clear. Ein Schrein wurde noch gefunden und ich bin sehr gespannt, wie es beim nächsten Mal hier weitergeht. Ja, wird es eine was längere, größere Sache werden? Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich, was da noch kommt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.